Hi ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde, zu Legend of Grimrock, Labyrinth of Lies. Ja, wir sind immer noch bei dem tollen Problem. Wir wissen nicht, wo es lang geht. Hehehe. Ich meine, hey, das hier haben wir irgendwie zugekriegt. Also, dass wir da runterkommen. Ich weiß aber trotzdem immer noch nicht, wo es lang geht. Ja, da drüben ist noch immer geschlossen. Also nehmen wir einfach mal den direkten Weg nach unten. Und einfach gleich wieder hoch. Ja, das hier kann ruhig klappern im Hintergrund. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Ich falle hier runter und gehe dann gleich einen Schritt zurück. So viel haben wir schon mal. Hier drin war ich auch bereits. Gut. So. Jetzt müssen wir auf der Karte mit ein bisschen Strategie vorgehen. Und auch hier mal gucken. Also ich weiß, hier war was. Ne, hier war nichts, oder? Genau, hier war nur... Hier waren nur Dinge. Ach so, hier war ja was. Genau, hier war was. Hier müssen wir gucken. Ich glaube, hier irgendwo müssen wir gucken und hier drüben müssen wir irgendwas gucken. Ja. Und das ohne, dass uns die Zeit abrennt. Gut, hier war nichts. Wo bin ich gelandet? Nicht da, wo ich hin wollte. Wobei es jetzt mittlerweile egal ist. Wir haben ja die großen Verbindungsgänge aufgemacht. So, Teleport ist deaktiviert. Hier habe ich lang geguckt. Will ich mal hier lang gucken? Hier war zum Beispiel auch nicht immer offen. What? Also ja, ich weiß, ich muss auf jeden Fall hier hin. Beim Rest bin ich mir jetzt nämlich nicht ganz sicher. Das heißt, es geht hier rum, hier die Treppe hoch. Hier die Treppe runter und wahrscheinlich ist der Teleporter schon längst wieder an. Nein, bis jetzt klingt er noch nicht an. Jetzt ist er an.
Ach, hallo. Der Stein ist zu viel und wir haben ja eigentlich genug Wurfgeschosse. Ja, hier konnten wir noch nicht wirklich rein. Panakea? Panakea, okay. Cool. Also ein Wunderheilmittel. Oh, das wird sowas von lustig. Das ganze Ding nochmal abzugehen. Und eigentlich will ich gerade noch andere Sachen herausfinden. Hier war der tolle Weg. Was hat denn die Platte gemacht? Ach so. So, machen wir mal hier auf. Dann kommen wir nämlich hier durch. Das war das. Oh, hier sind wir hier. Noch weiß ich aber immer noch nicht, wie ich dahin komme. Da war übrigens der Knopf auf Doom. Ups. Ja, gut. Das ist auch die Frage, hat sich hier oben noch was geändert? Wir kommen zum Beispiel immer noch nicht an die Pfeile hier ran. Oder ist jetzt zum Beispiel diese Tür hier offen? Nein. Okay, dann wieder runter. Ich würde nämlich so gern wissen, was es hier mit auf sich hatte. Ja, nur dass ich hier gerade leider nicht durchkomme. Und ich zum Beispiel auch mal neugierig bin, ob ich da was reinlegen kann. Wo bin ich? Hier, wo es mir nichts bringt. So komme ich aber jetzt von der anderen Seite ran, hä? Ich frage mich nämlich immer noch, ist dieser Knopf vielleicht getimed? Oh, Licht ist ausgegangen. Ich
Weil ich glaube nicht, dass das hier eine Wand zum Einschlagen ist, oder? Nein. Nein, ist es nicht. Gut, das heißt... Ich muss wieder in den Bereich zurück. Komme ich am besten über die Treppe und dann da runter. Um dann wieder hier hinzuspringen und dann wieder die ganze Tortur hier zu machen. Um da hinten an den letzten Schalter ranzukommen. Hier bin ich nicht ganz richtig, aber ist egal. Kann ich ja schon mal den Weg üben. Aber ich muss auf jeden Fall hier hin. Ups. Ja. Klarer Fall von hättest du wohl gern gehabt. Ah, das geht schneller. Suizidal in irgendwelche Gruben springen. Stehen die Entwickler doch drauf. Ach Mensch, ernsthaft. Weißt du was? Ich gehe einfach hier lang. Ich meinen Federfall wieder auf und wieder runter hier. Und wieder hoch. Ich muss einfach nur den blöden Schritt zurückgehen. Oder in den Teleporter reinspringen, denn das macht mir am meisten Spaß. So. Nochmal das Ganze. Juhu. Ich will endlich aus dem Pitmaze raus. Danke. Ich glaube, ich werde gerade getrollt. So, jetzt dürfte das aber zur Zeitverzögerung geführt haben. Nein, hat's nicht. Kommt da ernsthaft nicht mehr runter? Was ist denn das? Oh, endlich. Das war die Geschichte, ja.
Also da rum und da hoch und dann. Muss ich da runter?